Ich glaube, so eine Videos hat es bei mir auch noch nicht gegeben, ne? Ist egal. So. Ja, ich darf wieder Auto fahren. Schön. Jetzt nehme ich euch mit zum Einkaufen. Und dann habe ich viel zu erzählen. Ne, so viel auch nicht. So viel habe ich nicht zu erzählen. Keine Panik. Also Autofahren, ja, also was die Gesundheit anbetrifft, es geht sehr gut. Also ich fühle mich nicht krank, normalerweise bräuchte ich die Reha gar nicht mehr. Ne? Also jetzt auch was die Feinmotorik, kann man das sehen, angeht, läuft, das läuft. Aber das ist ja nicht alles, was ich so erzählen will. Geht ja auch um zukünftige Streams und all sowas und hier und da und blub. Heute will ich auf jeden Fall wieder streamen. Morgen auch. Wir haben jetzt aktuell den 15. Morgen kommt Warzone 2 raus. Da bin ich auf jeden Fall am Start und ich kann mir schon gut vorstellen, wo das im Stream hinläuft. So. Ich weiß, das ist nicht euer Content, so, ne? Aber ich will ehrlich sein, dass jetzt in der Zeit, wo ich krankgeschrieben bin, ich hoffe, das geht mit dem Ton einigermaßen, jetzt wo ich in der Zeit, wo ich krankgeschrieben bin, werde ich halt jede Menge zocken. Ne? Also ich weiß, dass die meisten mir folgen, wegen dem LKW-Content. So, den kann ich halt im Moment nicht liefern. So, und ich will das auch im Moment auch gar nicht, davon ganz abgesehen, weil ich denke, dass die Gesundheit auch erstmal vorgeht. Es bringt mir nichts, jetzt auf Biegen und Brechen die Fahrerlaubnis wieder zu bekommen, nur damit ich ein bisschen Content liefern kann und ich am Ende dann doch in der Kiste liege. So, macht keinen Sinn. Noch dazu würde ich gerne in der Zeit auch machen, wo ich wirklich Bock drauf habe. So, ne? Und das ist halt Warzone. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ne? Und ja, was die Entwicklung von einem Twitch-Kanal angeht auch, ja, das war ja von vornherein abzusehen. Ne? Also jetzt die ganzen D-Follows und so, das ist völlig normal. Es wird auch noch ein Stück weiter runtergehen, was den Kanal angeht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Bock zu streamen, so, und das mache ich auch. Ne? Und nicht mehr so regelmäßig wie noch, als ich LKW gefahren bin. Ne? Ist logisch. Da habe ich ja jeden Tag, so gut wie jeden Tag gestreamt. Der ein oder andere hat gemerkt, dass es jetzt mehr oder weniger sporadisch ist. Hier mal ein Kochstream, da mal. Ach so, die Kochstreams. Ja, Mann. Da habe ich schon Bock drauf. Du kannst auch mit 700 km hier langfahren, Mann. So. Entschuldigung. Da habe ich Bock drauf. Also da wird es bestimmt noch mehr geben. Den Kram habe ich tatsächlich in der Küche aufgebaut gelassen. Ne? Also so, heute wird es jetzt kein Kochstream geben. So, keine Panik. Ne? Aber das sind halt so Dinge, wo ich Bock drauf habe. So, ne? Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und so. Und dann haben mir ja auch so einige erzählt, ich soll das sein lassen, weil das geht ja nur noch weiter runter mit dem Kanal, ja, ein Drama spielt sich ab, ein Riesendrama spielt sich ab, aber das ist mir egal, tatsächlich. Also was heißt egal, natürlich ist es ein bisschen traurig, klar, wenn die Zahlen runtergehen, aber ey, das ist nun mal nicht der Standard Content, den ich da gerade liefere, ne? Das ist ja nun mal klar. So, und wie gesagt, nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Bock zu streamen, also mache ich es halt einfach, ne? Nicht mehr so oft, dafür aber umso komischer, vielleicht, keine Ahnung. Ja, das ist das, was ich loswerden wollte, so ganz dringend loswerden wollte. So, und natürlich triggert mich das ein bisschen, wenn die Zahlen runtergehen, aber was willst du machen? Was willst du machen? Ne? Sag ja, deswegen werde ich mich jetzt nicht verbiegen oder so,
oder irgendwie mit der Brechstange versuchen, die Zahlen aufrechtzuerhalten. Wie zum Beispiel auch einer, nicht nur einer, das waren 10 bestimmt, die das gesagt haben, ja, dann fahr doch mit Lauri mit und stream dann. Ja, das ist für mich einfach nur auf Krampf die Zahlen hochhalten. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich ehrlich wirklich keinen Bock drauf. Das interessiert mich dann einen Scheiß, ne? So, und dann habe ich ja gesagt, das wird auf YouTube ein bisschen aktiver werden. Da bin ich tatsächlich dran und überlege natürlich vorher schon, was ich mache und hier und da und bla und blub. Das hier jetzt ist nur so ein kleines Informationsvideo. Damit vielleicht der ein oder andere weiß, wo die Reise vielleicht hingeht. So, ich werde halt auch viel unterwegs sein, zumindest bis zur Reha. Und wenn das dann soweit ist mit der Reha, da nehme ich euch auch mit. Da wird es auch Videos geben, Livestreams natürlich nicht, ne? Das ist logisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da streamen darf, Alter. Ich glaube, die werden mich hauen höchstens. Also halt der Kanal wird von einem ehemals, ich sag jetzt mal, zu 90% LKW-Content, so ziemlich zu allem. Ne? Also da wird alles hochgeladen. Ich hab mir überlegt, der hat sein Auto abgewürgt, na, läuft bei dir. Ich habe mir überlegt, einen extra Kanal zu machen für solche Videos, aber ey, ganz ehrlich, da lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht, ne? Weil das wird ja keine Ewigkeit dauern. Hoffe ich doch, dass es keine Ewigkeit dauern wird. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal kurz einkaufen und dann sabbeln wir weiter. So machen wir das. Genau so. Ich glaube, so eine Videos hat es bei mir auch noch nicht gegeben, ne? Ist egal. Nochmal zum Thema Gesundheit, ne? Warum verzögert sich das alles hier mit der Reha und so? Das kann ich auch kurz erklären. Und zwar hat mich die Uniklinik angerufen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 3 Wochen her. Das war die Woche, wo ich Lauri angelernt habe. Und die haben da wohl irgendwas durcheinander gekriegt wegen Urlaubsvertretung und ach, was weiß ich, ich hab's eigentlich gar nicht verstanden. Am Ende haben sie es halt einfach nicht hingekriegt und dann sagen die, aber das ist kein Problem, da kümmert sich dann dein Hausarzt drum. So, ja, okay, alles klar. Ich also will montags zu meinem Hausarzt. Ist der krank? Ja, auch Ärzte werden mal krank. Hammer, oder? Ja. Der ist aktuell, Stand jetzt, immer noch krank. Ich habe natürlich so eine Vertretungsärztin und so. Aber die wird das nicht regeln mit der Reha. Ne? Die macht nur die Weiterbehandlungen und so, bla bla bla. Ich habe das jetzt, ich wollte gerade sagen, ich habe das selbst gemacht. Das ist ja auch Blödsinn. Ne? Du kannst dir so ein Formular runterladen bei der Rentenkasse. Das läuft also über die Rentenkasse, ne? Und das kannst du ausfüllen und hinschicken, so, das habe ich gemacht. Und keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Ich denke mal, der Arzt, der wird da jetzt auch noch ein bisschen hinterher sein. Und wenn er dann wieder da ist. Und dann gucken wir mal, wie es so wird. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich soweit alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Also Stream, wie gesagt, wird mehr oder weniger sporadisch sein, nicht regelmäßig. Vorerst. Videos auf YouTube genauso sporadisch wie immer und soll aber regelmäßig werden. Für Content ist auf jeden Fall gesorgt. Jetzt zum Beispiel Ende Dezember zu Sherry Berlin. Da gehen wir hin, kochen da eine Runde und so ein Quatsch. Und Silvester ist auch noch ein bisschen was geplant, aber ich bin mir noch nicht genau sicher, ob das hinhaut. Und ja, dann, da sind auf jeden Fall Streams geplant. Dann noch in der Nähe von Würzburg irgendwo, da fahren wir auch noch zum Koch. Wann genau das ist, da sind wir immer noch in der Terminfindung. Schauen wir mal. Also,
wie gesagt, das wird eine, ist noch eine, für mich ist es eine Menge geplant, außerhalb des LKWs, und ich hoffe ja dann, dass wir dann auch zeitnah wieder aus dem LKW streamen, aber ich vermute mal, dass das dieses Jahr nichts mehr wird. Da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen, ne? So gerne ich das auch hätte, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Und erst wenn ich auch hundertprozentig das Go von den Ärzten kriege, erst dann werde ich auch wieder arbeiten. Ne? Da lasse ich mich natürlich auch von niemandem beeinflussen. So, macht ja keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. So, dann werden wir jetzt mal nach Hause tigern hier. Schnell noch was zu essen in die Figur schieben. Und dann werden wir mal langsam den Stream anwerfen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann spätestens im Stream oder hören uns im Discord. Und würde sagen, bis dahin, ciao, macht's gut, bis die Tage.